Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Folge. Und in dieser Folge geht es um dein Mindset. Das ist eine Mindset-Folge, um das Thema: Ist Druck im Verkauf gut? Ist Druck im Verkauf richtig? Verschreckt Druck den Kunden? Darf ich Druck machen? Bringt Druck was? Und möglicherweise hast du schon Werbeanzeigen von mir wahrgenommen, die aktuell laufen. Da geht es um Einwandbehandlung. Wir verschenken hier ein E-Book. Ich blende es jetzt auch noch mal hier als Screenshot ein. Schenke ich dir auch gerne. Kannst dir gerne kostenfrei downloaden. Den Link www.duroconsulting.de/Einwandbehandlung. Link findest du auch noch mal in der Beschreibung und jetzt gerade hier eingeblendet. Kannst dir gerne sichern. Und dafür schalte ich jetzt gerade Werbeanzeigen. Und bei diesen Werbeanzeigen kommentieren natürlich auch Leute. Und ich habe mal zwei Kommentare rausgepickt. Ich blende die jetzt gerade mal ein, dass du sie auch lesen kannst. Und ich lese sie kurz auch noch mal vor, parallel. Zu einem dieser Werbeanzeigen sagt dann jemand: Als wenn einem als Verkäufer den Boden unter den Füßen wegreißt, wenn der Kunde Bedenkzeit benötigt. Wenn er gewissenhaft Angebote vergleichen will, dann ist das sein gutes Recht. Wir bleiben mal erstmal hier stehen. Ich kann dir eins sagen: Wenn dein Kunde dein Angebot vergleichen will, dann hast du vorher alles falsch gemacht. Warum? Dein Kunde vertraut dir nicht. Ein Kunde, der dir vertraut und von deiner Expertise überzeugt ist, ist bereit, auch mehr Geld zu bezahlen in deine Dienstleistung als woanders. Wenn du weißt, es ist gute Qualität, bist du auch bereit, mehr Geld zu bezahlen. Es gibt Leute, die sind bereit, für eine Rolex 10.000 Euro zu bezahlen. Es gibt Leute, die sind bereit, für eine AP 50.000, 60.000 Euro zu bezahlen, obwohl sie auch nur die Uhr anzeigt. Warum? Status klar, aber auch Qualität. Aber auch einfach geiles Feeling. Die verkaufen gute Werte. Aber man ist bereit, mehr Geld zu bezahlen. Du bist bereit, mehr Geld zu bezahlen in einen Mitarbeiter, der qualifiziert ist. Du bist bereit, in einen Mitarbeiter mehr Geld zu bezahlen, der erfahren ist. Warum? Weil du weißt, er kann mehr. Und wenn jetzt ich so einen Kommentar hier lese, da weiß ich einfach: Mach noch mehr Erfahrung. Ja? Lern noch mehr, mach mehr Erfahrung und bau dein Sales Funnel anders auf. Gebe ich hier als Tipp an der Stelle. Damit eben dein Kunde dieser Einwand nicht kommt: Ich möchte das Ganze vergleichen, weil dann hast du vorher einiges falsch gemacht. Okay. Nur fadenscheinige Produkte oder Dienstleistungen wollen beim ersten Termin reingedrückt werden. Ja, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht behaupten. Allerdings ist es natürlich viel einfacher und auch effizienter und auch entspannter. Und du machst auch mehr Umsatz, wenn du ein Zwei-Stufen-System machst. Also Erstgespräch, Zweitgespräch. Auf jeden Fall. Okay. Habe den Kunden offen und ehrlich das Produkt erklärt und beharrlich nachgehakt. Hat auf Dauer zu mehr Erfolg geführt als im ersten Termin, wie ein billiger und schmieriger Verkäufer den Kunden unter Druck zu setzen. Also erstmal verstehe ich nicht, was du damit meinst. Hab den Kunden offen und ehrlich das Produkt erklärt. Das ist Grundvoraussetzung. Ja, das muss einen Mehrwert haben. Ja. Beharrlich nachhaken ist auch ganz gut, dass du da ein bisschen hartnäckig bist. Aber mir fällt hier eins auf: Du weißt noch nicht, wie du Sog erzeugst. Du musst der Türsteher sein, der entscheidet, ob dein Kunde in deinen Kundenclub kommt. Da musst du der Entscheider sein. Du musst die Autorität so aufbauen. Du musst Sog erzeugen. Und wenn du keinen Sog erzeugst, musst du natürlich beharrlich nachhaken. Und dann werden auch viele, wie ich damals, weil ich es nicht anders wusste, ich war schon immer ein bisschen impulsiver, habe es dann auch persönlich genommen und habe mich dann richtig aufgeregt. Ja? Und das ist nicht gut. Also wichtig ist an der Stelle auf jeden Fall: Sales Funnel muss richtig sein. Nur fadenscheinige oder Dienstleistungen wollen beim ersten Termin reingedrückt werden. Aber trotzdem braucht er nochmal Bedenkzeit. Also dein Ersttermin, wenn du da nicht gleich verkaufst, sondern vielleicht auch ein Erstgespräch führst, da musst du schon ganz anders vorgehen auf jeden Fall als Feedback, damit eben diese Einwände wie Angebotsvergleichen und dieses Vertrauen, was ihm dann noch fehlt, nicht kommt. Okay, gehen wir auf Kommentar 2. Genau, egal wie der Verkäufer versucht, direkt zum Abschluss zu drängen. Sollte das passieren,
kann er sich dann abschminken. Wer Bedenkzeit nicht zulässt, ist unseriös. Das ist dein Mindset. Deswegen bist du da, wo du gerade bist. Auch hier erkenne ich wieder, du hast kein richtiges Sales-Funnel-System. Weil ich habe Bedenkzeit schon gegeben. Und zwar vom ersten bis zum zweiten Gespräch. Da hast du schon Bedenkzeit gehabt. Also das zeigt mir einfach wieder, dass hier zwei, vermutlich sind es Verkäufer, ich weiß es nicht, viel Umsatz liegen lassen, viel Freiheit liegen lassen, viel geben könnten, mehr vom Leben haben könnten, aber einfach, weil sie, warum auch immer, das nicht richtig aufsetzen, das System nicht richtig anwenden, sich nicht richtig informieren, viel Geld liegen lassen. Ist schade, ja. Man gibt sich auch Mühe, hier Kommentare zu schreiben. Ja, ist schade. Auf was will ich hinaus? Druck ist gut. Du musst jemanden auch ein bisschen Druck geben, gerade im Verkauf, gerade in der Abschlussphase, aber positiven Druck. Und damit dieser Druck positiv ist, musst du halt vorher den Sales Funnel richtig machen. Wenn du wissen willst, wie dieser Sales Funnel funktioniert, wie machst du die Akquise, wie machst du das Erstgespräch richtig, wie machst du das Zweitgespräch richtig, dass du den Kunden dann auch abschließt, dass keine Einwände mehr kommen, dass er sich freut, in deinen Kundenclub eintreten zu dürfen, dass du Sorge erzeugst, dann lass uns herausfinden, ob und wie wir dir helfen können. www.duro-consulting.de. Dort findest du einen Button, dort kannst du draufklicken, dann öffnet sich ein Kalender und du kannst dir ganz bequem einen Termin deiner Wahl aussuchen, wo wir unverbindlich, kostenfrei uns erstmal kennenlernen, schauen, ob und falls ja, wie die Lösung für dich aussehen wird. Und ich kann dir nur eins sagen, so Kommentare gibt es viele. Ich wünsche mir, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie ihre Sales-Prozesse optimieren. Gib Vollgas. Gib Vollgas. Sowas lässt mich nicht abhalten, weiter Gas zu geben. Ich sag dir was. Wenn du im Monat keine Beschwerden bekommst, hast du schlecht verkauft. Du brauchst Druck. Du musst mit Druck auch mal verkaufen. Du musst auch jemandem mal zu seinem Glück verhelfen. Du musst auch jemanden mal in sein Glück schubsen. Vor Veränderung haben wir alle Angst. Warum? Es ist ja was Neues. Aber wenn du deinem Kunden wirklich helfen willst, schubs ihn dahin. Gib ihm den Push. Und ich sag dir was, wenn du keine Beschwerden bekommst, hast du schwach verkauft. Es ist einfach so. Du hast schwach verkauft, wenn du nie Beschwerden bekommst. Deswegen, gib Vollgas, push ruhig, aber push richtig, push mit System. Im Zweitgespräch, wenn der dann immer noch Einwände hat, obwohl du alles schon geklärt hast, das ist dein Recht zu pushen. Weil wenn du das Erstgespräch richtig gemacht hast, da war alles schon geklärt, da ist alles schon geregelt, du hast ihm schon Bedenkzeit mitgegeben. Jetzt ist das Zweitgespräch und jetzt will er immer noch nicht, jetzt darfst du pushen. Warum? Er hat dir doch sein Okay gegeben, dass er heute, wenn es ihn überzeugt und das hat es dann zu dem Zeitpunkt, mit dir zusammenarbeiten will. Aber jetzt gibt es immer noch nicht. Jetzt darfst du pushen. Ist dein Recht. Gut. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Abonnier gerne. Lass gerne einen Kommentar da, wenn du Fragen hast. Wenn du Fragen direkt an mich persönlich hast, geh gerne auf Instagram. Luca Rutolo heiße ich dort. Ich blende es jetzt auch nochmal ein. Schreib mir gerne. Und ansonsten gib uns gerne einen Kommentar ab, wie gesagt. Freue mich auf dich. Du merkst, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen den Faden verloren. Ich würde dich gerne kennenlernen, wenn du sagst, du hast Herausforderungen. Trag dich jetzt nochmal ein, www.duro-consulting.de, gratis Erstgespräch. Schauen wir uns das Ganze an bei dir, die Situation. Und denke immer an eins. Umsatz kommt von Umsätzen. Setz das Ganze um. Gib Vollgas, mach Attacke, 1 der 10%. Dein Luca.